So. Wir haben die Seiten gewechselt. Ich dürfe jetzt meinen Spaß haben. Ich hab's fürs Erste hinter mich. Mit dem tollen. Hinter mir und hinter. Hinter mich? Ich keine Ahnung. Ich kann mich hier hinten verstecken und Tobi. Wir nähern uns immer mehr 0 Uhr und es wird immer gruseliger. Chris hat dann das Vergnügen, direkt um 0 Uhr zu spielen. Chris fürs große Finale heute. Mal sehen, wie weit wir kommen. Dann gucken wir mal, dass wir in den Keller kommen. Hä? Achso. Wir müssen in den Keller. Ja, den Generator. Jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Wir sind noch nicht gestorben. Ja. Okay. Alles noch planmäßig. So, gehen wir mal zurück. Also, wir stecken immer noch im Spind hier. Nachdem der Tank kam und. Linke Maustaste zum Verlassen. Dann guck ich mal. Okay. Monitor ist aus. Wie war das denn? In die Kurve lehnen. Boah, das ist alles dunkel. Boah, du bist aber mutig. Brauche ich die Nacht? Ja. Weiß ich nicht. Ich guck mir die Nacht an. Ah, da ist keiner. Schnell. Durch da. Da muss aber. Ich gehe da durch jetzt. Da ist keine Tür, oder? Da ist eine Tür. Alter, Tobi, du spielst sogar anders als ich. Boah, da ist sogar eine offene Tür. Da ist sogar eine offene. Hätte von jeder Zeit einer kommen können. Und du hast nicht mal nach hinten geguckt, du bist einfach so raus. Fuck, ey. Batterie ist leer, Warum hast du mir keine Batterie gelassen? Du hast doch noch 4 von 10. Ich weiß nicht, ob er die dann automatisch nachlädt. Boah. Ach so, und zoomen kannst du mit dem Mausrad. Ja, wäre cool, wenn. Ja, aber ich muss hier ja rein, ne? Mach mal Nachtsicht an. Vielleicht lädt die nach. Ja, müsste ja eigentlich gleich. Das ist ja nur. Boah. Da liegt mir. Da liegt einer. Und das oh, meine Tür. Oh, ein. Ja. Lesen wir mal wieder ein bisschen. Ne, du musst dir das aufnehmen. Hab ich noch nicht? Ne. Ja. Ich hasse die Musik, wenn sowas kommt, dann denkt man. Mit was nehme ich auf? Mit was näher, näher rangehen und dann sagt er dir. Noch näher. Ich kann nicht näher. Doch. Er lässt mich nicht näher. Was drückst du denn? Du drückst doch gar nicht, du drückst die falsche Taste. Ah. Und dann sagt er die Maustaste. Okay, jetzt schnell lesen. Oh Gott, oh Gott. Moment, die, ja. Im Dunkeln. Klar. Kann der sowas? Ja. Oh. Guck mal, die Helen Cranard, die Granate. Er hat hier was geschrieben. Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Group Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Wallrider verbleibt unverändert hoch. Also, Wallrider ist ziemlich wichtig und gibt Menge Kohle. Die 4 Todesfälle enthalten 4 Todesfälle. Ausreichend. Nur? Ich habe mehr gezählt. Uneindeutige Daten. Achso, von wann ist das? Steht nicht da. Scheiße. Um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Was? Die wollen aufhören. Quatsch. Ja, bleibt ungefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste, was die bereits verzeichneten. So ist das familiäre so seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine. Was? Was ist mit der Regierung los? Mann? Keine rechtlichen Maßnahmen. Das ist so geil. Spiel voll aggressiv oder so. Was? Die Gewalt unter den Patienten steigt. Oh. Hör doch mal auf! Je weiter sie morphogenetische Antriebstherapie in der Produktion von Arbeitsmodellen nähert, die wollen Arbeitsmodelle ausbilden, züchten, generieren. Arbeiter. Klonen, wie auch immer. Doch eine Kombination aus chemischer und psychischer. Lach doch nicht! Das ist ernst! Ich kann nichts im Ernst! Hat hinreichend effektiv. Weitere Kontrollen und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll die Granate. Die Granate! Pass auf, der ist böse da, dem fehlt die Hälfte. Der kann nichts. Der kann nichts. Ich drück als die falschen Tasten, liegt da was am Boden, Mann. Nee, ich glaube, das würde dann blinken. Oh, hier ist nichts, hier ist keiner mehr. Da oben ist noch der. Wow. Wie war denn? Ah, da. So. Du kreierst den ganzen Spiel, was machst du? Wollen wir die Tür aufmachen?
Mach doch! Da ist eine Tür. Geh die auf? Stimmt nicht. Nein. Müssen wir wieder die Tür aufmachen? Kommt jetzt einmal. Da ist ganz vorhin der Typ reingerannt. Oh nee, der ist da drin, Ja, geh doch weg, Mann. Ja, aber ich muss hier durch. Nein, du musst in den Keller und das war hinten beim Fahrstuhl. Ja, dann renn! Renn! Ich komm einer von der Seite. Da geht's runter. Und da war nämlich, vorhin haben wir nämlich gesehen, da war das, nach unten geht's zum Power. Mach doch mal Licht an, Mann. Ah ja, springen ist Leertaste. Mhm. Oh, das hast du bestimmt schon selber gedacht. Gibt's. Oh, da bin ich. Ja, ich hab mich schon so oft von meinem eigenen Schatten erschreckt. Hey, guck mal. Hey, hallo. Splitsch, platsch, splitsch, platsch. Ich hoffe, es ist die Angst, deswegen du so unbeschwert spielst. Das verstehe ich's nicht. Ist doch nur ein Spiel, boah! Oh, was ist da, was ist da? Ey, du hast Nachtsicht. Da ist ein Schatten, Nee, das ist Wasser, das ist Wasser. Was? Maus. Schnell die Tür zu. Aber cool ist? Ja, wir sind jetzt hier gefangen, das ist gut. Oh, da musste ich gleich wieder durchzwingen, da kommt wieder irgendwas. Wieder kommt was? Ja, vorhin musste man so irgendwo durchzwingen. Ah, ich hab's ja noch an. Da ist was, da liegt was am Tisch. Ah, wieder zum Lesen. Fuck, dieses Spiel ist Education wertvoll, würde ich schon sagen. Pädagogisch wertvoll. So, wir lesen wieder ein bisschen. Unter den Dokumenten haben wir eine M-Culture Cultra CIA. Mord unter Hypnose. Was? Ihr seid echt dumm. Aber guck dir mal an, wie alt das Ding hier schon ist. Das ist von 54. Das liegt da noch rum. Am Mittwoch, den 10. Februar 54, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschungen im Gebäude 13 und Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt, okay, wir wissen nicht, wer es war. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht. Ja, Fingerzeig, du schläfst. Ja, ich auch. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr Freaks. Ihr wurde gesagt, dass sie, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde. Wenn diese nicht aufwacht, soll sie sich töten. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren wollte oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Ah. Sie stritt den vorangenen Vorfall vehement ab. Okay, also wir haben jetzt hier Hypnose-Sklaven. Ich bin noch wach. Man kann also Zombies züchten? Nur unter Hypnose. Die tun dann, was man will. Ja. Was sagen? Oh, hier stand nur ein Bett in der Ecke. Ja. Hier, nur Bett. Das mit dieser mit der Kamera ist eigentlich ein richtig geiles Feature. Gute Idee. Aber das ist ein fucking ekliges Feature. Weil diese Nachtsicht so gut, aber auch so. Manche Leute machen auch einen Spaß daraus. Die Nachtsicht sieht so gut aus. Und es sieht aber auch wiederum so gruselig dadurch aus. Was böse. Da ist eine Batterie. Oh, lass ihn also im Dunkeln. Im Dunkeln natürlich. Ich höre irgendwelches Grummeln. Irgendwelche Monster grummeln. Nein. Habt ihr das gehört? Nein. Ach Quatsch. Wenn ihr ein Monster wären, würde ich nur platschen. Hier ist Wasser überall. Ja, aber man hat ein. Gehört. Okay. Mach mir keine Angst. Ach, du sollst da rüberspringen über den Tisch. Da kommt einer? Nee. Oh, mach doch die Kamera. Ich guck erstmal, was da. Ja, ich will euch hier die Batterie nicht aufbrauchen. Ja, ist ja gut. Was? Ich hab keine Ahnung. Wer ist da? Studio W? Ja. Da gerade unten.
Das ist super. Oh oh. Wer ist da? Ich studiere wegen. Ich glaube, das kann natürlich. Das kann natürlich. Wir müssen da durch, wir müssen da durch. Boah. Oh, da hängt schon wieder. Oh, da hängt wieder was. Ein Stück Fleisch. Oh Gott, ist noch beiden Seiten offen. Aber da ist der Schalter zum Anmachen, oder? Das große da in der Mitte? Was ist denn das? Schalte in den beiden und betätigen. Boah, die beiden Gaspumpen. Wo sind die Gaspumpen? Rechts und links. Nee, ich glaube, du musst einmal rum. Oh, da hängt wieder was. Oh nein, ey. Da ist eine Tür. Oder du musst da raus. Ich kann nichts, ich habe hier Nachtsicht, ne? Ja. Nee, ich. Ich muss da durch die Tür. Ja. Pumpe stand da irgendwas. Oh. Batterie ist gut. Immer gut. Ja. Da ist eine Pumpe. Pumpe, genug Licht. Ja, die Pumpe an. An damit. Auf der anderen Seite muss auch noch an. Kein bitte? Stress. Wechsel erstmal die Batterie. Ich wechsel und dann die Batterie. Scheiß her, dann benutzt sie dann an. Ah, wie nachladen, Mike. Ist immer noch keiner da, ich bin immer noch allein. Oh, da ist einer. Tür zu. Halt die Tür zu, Scheiße! Oh Gott! Versteck dich, duck dich! Fuck, ey. Kommt der hier rein? Alter, keine Ahnung. Oh doch, der kommt rein. Der kommt rein. Nee, er klopft nur. Sind wir da? Fuck! Da ist er. Da ist er. Boah, und er hat eine mega Nagelwaffe. Eine Miezekatze. Miezekatze. Oh Gott. Miezekatze. Guckt er gleich hier oben drüber? No. Nee, das war's ja direkt. Oh, ich hab Angst. Ja, aber ich will nicht aufstehen. Mach die Lampe an und guck mit. Du kannst auch an der Seite vorbei. Kannst auch cool drücken, oder? Jetzt auch. Ja, dann mach die Lampe an. Ich glaube, er ist weg. Miezekatze. Ist da wahrscheinlich noch irgendwo? Oder so. Ja, der sieht dich doch nicht, das ist dunkel. Oh, das ist dunkel. Bist du sicher? Ja, Mann. Ansonsten ist es einfach immer. Soll ich mich hier unten rum? Mach mal aus, ich will mal sehen, wie hell das ist. Ohne das Ding. Okay, dann guck mal, der kann das. Ja, aber wohin kommen da? Ich glaube, hier geht zur anderen Seite weg. Ja, aber da muss ich hin. Nee, du kannst ja da, wo er herkam. Rechts von dir jetzt, da war auch noch eine Tür. Ja, aber die andere Pumpe ist an links von mir. Ja, du musst links sein. So. Was ist denn da rechts? Oh, wo ist er? Bei einer Tür. Oh, ich sehe nichts. Dann gehe ich schnell mal durch seine Tür. Ja. Pass auf, du machst Geräusche. Ich weiß nicht, wer die hört. Boah. Da in den Schrank muss verstecken. Batterie. Ist jetzt die Frage, ob er hinterherkommt. Ob er dich gehört hat. Oh Mann. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Wie können wir ihn austricksen? Wir können im Kreis gehen. Ich glaube, er ist noch. Oh, da geht's weiter. Du kannst rüberklettern. Ja, aber ich muss zur zweiten fucking Pumpe. Wieder eine Batterie. Und schon 6 Stück. Wieder mal. Oh Mann. Ja, dann geh doch zurück. Da stand was an der Wand. Electric Room. Ja, wir glauben, wir müssen. Müssen wir in den Electric Room? Nee, wir müssen erstmal auf jeden Fall. Wir müssen zur Gaspumpe. Und da den Knopf drücken, wenn die Pumpe an ist. Alter, das ist schon sehr schwer. Oh, oder so. Raus, das ist jetzt nicht. Wahrscheinlich kommen wir jetzt von drüben.
immer noch mal zur Ecke. Oh, was ist denn los? Hat er dich getroffen? Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Oh, doch, er schlägt dich. Was ist los? Renn, mach die Lampe an. Du kannst dich auch umgucken. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh. Ist er hinter dir? Ich will zum Schrank, ich will zum Schrank. Ja, geh zum Schrank. Das ist gut. Oh. Wo war der Schrank? Da ist der Schrank. Renner. Nein, Schrank ist zu. Nein! Nein! Hat's gesehen. Oh, der Drecksack! Warum ist er so schnell? Ich sehe nichts. Nein, wir sind noch leben. Ich rede nur. Renn weg. Oh, ja. Ja, Batterie, alle. Nein. Ich renn überall dagegen. Oh, wo ist denn da was überhaupt? Ich sehe nichts mehr. Was ist los? Ja, oh, noch jetzt hat er nicht. Oh. Nee. Oh. Scheiße. Oh. Das war... Frage, wo kommen wir wieder raus?